Ach so, und jeder, der das gut redet und sagt, ja, aber guck mal, der Scharo hatte recht und jeder, der das beschützt, jeder, der das gut redet, Abschaum. Bei Allah, Abschaum. Schlimmer als Scharo selbst. Ich kann dich jetzt schon sagen, wie es die nächsten Tage ablaufen wird. Scharo wird irgendeine Spendenaktion machen, damit er zeigt, ey, ich habe eine reine Weste und ich will doch eigentlich nur das Gute. Ich bin Muslim. Wir gehen besuchen islamische Verbände und fangen mit an. Wir haben Iftar gemacht mit der Community. Die, die dagegen geredet haben, werden dann in schlechtes Licht gestellt, weil sie sehen, guck mal, das ist doch ein Bruder, Achi. Wir könnten nur gegen ihn reden und Allah subhanahu wa ta'ala. Man soll nicht urteilen und so. Natürlich war das Video von Scharo nicht hundertprozentig gelungen, aber man sollte niemals so schnell urteilen. So ist das leider. Es ist bekannt, es ist ma'ruf für uns. Ich weiß nicht, was seine Mission war, aber es ist bekannt für uns, dass wenn eine Sache nicht läuft, wie zum Beispiel dieser LGBTQ-Transgender-Ding, Islam hatte seinen kleinen Hype, ist aber direkt auch erstickt. Jetzt versucht man den nächsten Move und das ist wahrscheinlich der nächste Move.